Ja, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zu unserem dieswöchigen Open House hier auf Facebook. Mein Name ist Marvin Richters, hinter der Kamera filmt für Sie mein Kollege der Herr Paladin und heute wollen wir Ihnen einmal das Objekt hier in Köln-Delbrück vorstellen. Wir sind heute nicht live aufgrund eines technischen Defekts, haben das Ganze vorab aufgenommen, aber stellen es Ihnen trotzdem einmal zur Verfügung. Wir wollen Ihnen das Objekt hier einmal präsentieren. Objekt selbst befindet sich in Köln-Delbrück, das heißt Premiere für uns, das erste Mal, dass wir Ihnen ein Objekt aus unserem Portfolio aus Köln vorstellen. Das Objekt selbst hier ist erbaut worden in 1912, hat 190 Quadratmeter Wohnfläche, 696 Quadratmeter Grundstücksfläche. Bevor wir weitersprechen, kommen Sie gerne einmal mit mir rein. So, Sie können gerne einmal direkt mit dem Kollegen durchgehen. Das heißt, hier sind wir einmal hineingekommen. Geradeaus durch die Tür gehen wir jetzt durch. Erstmal direkt schon in unseren Kochbereich. Also das Ganze hier ist offen gehalten. Wir haben hier eine offene Küche mit einem Wohnzimmer zusammengefasst, etwa 56, 57 Quadratmeter Größe. Küche könnte optional im Objekt verbleiben, wenn man das möchte. Bei den heutigen Lieferzeiten von Küchen ist das ja gar nicht mal so schlecht. Dann unser Wohnzimmer. Wenn Sie die Küche genau betrachten konnten, unser Wohnzimmer hier vorne auch sehr weitläufig. Man muss dazu sagen, das Haus ist zwar 1912 erbaut worden, aber im Jahr 1989 gab es einen Anbau. Das heißt, der Großteil des Wohnzimmers ist angebaut worden, wenn man so möchte. Ich zeige Ihnen kurz hier das Ganze, war die alte Außenwand. Das heißt, das hier ist alles Anbau von 89. Stand der Technik im Allgemeinen, sprich Fenster und so weiter, ist auch 89. Wobei die Fenster zum Beispiel erst vor 2 Jahren gestrichen wurden und regelmäßig gewartet. Und deswegen sind die auch tatsächlich sehr, sehr gut in Schuss. Ja, Wohnzimmer, wie gesagt, sehr riesig. Na, da kann man sich sehr gut ausbreiten. Jetzt haben wir zur Veranschaulichung mehr oder weniger die Gartenmöbel einmal von außen nach innen verfrachtet, auch aufgrund der Witterung. Normalerweise stehen die nämlich auf unserer tollen Terrasse, die wir Ihnen jetzt einmal zeigen, wenn wir durch die Terrassentür hinausgehen. Also erstmal haben wir natürlich hier so eine schöne Fensterfront, die wir Ihnen jetzt noch einmal von außen zeigen können. Das heißt, Lichteinfall vorhanden, sehr, sehr gut vorhanden. Elektrische Rollläden haben wir hauptsächlich. Und 2 Terrassen. Das heißt, hier, das ist Terrasse Nummer 1. Sehr schön tatsächlich direkt am Ausgang. Und jetzt zeigt der Kollege Ihnen auch schon einmal Terrasse Nummer 2 und unser Grundstück. Wie gesagt, insgesamt haben wir 696 Quadratmeter Grundstück. Dort hinten unseren großen Rasenbereich. Da kann man sich auf jeden Fall schön ausbreiten. Letzten Verweilen ein. Wir stehen nämlich jetzt hier gerade einmal auf Terrasse Nummer 2, quasi auf dem Niveau der Rasenfläche. Hier gehe ich einmal aus dem Bild, dann können Sie nämlich das Haus nochmal von hinten betrachten. Da sieht man quasi oben vom Schlafzimmer, ist jetzt vorweggenommen, aber sehen wir uns gleich nochmal genauer an, ist ein Teil angebaut worden, das Wohnzimmer und die große Garage, die wir uns jetzt ebenfalls einmal ansehen werden. Das heißt, wir haben eine Garage von 12 Metern Länge, die zeigen wir Ihnen jetzt auch einmal. Die ist tatsächlich auch sehr schön vom Zustand her, so wie der Rest des Hauses natürlich auch. Das heißt, wir haben ja die Garage zweigeteilt, einmal in den Werkstattbereich, wo wir uns jetzt gerade befinden und einmal, ja, ich sag mal, den klassischen Garagenbereich, wo Sie Ihr Auto abstellen können, was wir Ihnen jetzt im Anschluss einmal zeigen wollen. Ja, also hier passt das Auto sehr bequem rein, wir haben hier sogar noch ein Motorrad drin stehen, also Fläche ist hier ordentlich vorhanden. Ja, also hier können Sie Ihr Auto ganz bequem parken. Hinter dem Tor hinter Ihnen, was wir Ihnen jetzt nicht unbedingt zeigen, da stehen wir halt direkt an dem Tor, ist der Eingang, die Zufahrt, wo wir eingangs Sie begrüßt haben. Wir haben einen Zugang Richtung Wohnzimmer und Richtung Keller. Richtung Wohnzimmer gehen wir jetzt einmal mit Ihnen direkt von der Garage aus über das Atrium. Das ist quasi unser Zwischenhof. Da geht es für uns jetzt einmal wieder zurück ins Wohnzimmer hinein. Sodass Sie quasi die Einkäufe auf schnellem Weg Richtung Wohnzimmer bzw. Richtung Küche bringen können. So, dann gehen wir noch einmal zurück Richtung Hauseingang, denn wir haben auf der Etage hier im Erdgeschoss noch 2 Räume, bzw. wenn man so möchte, 3 Räume unterschlagen, die wir Ihnen jetzt einmal nachholen wollen. Also erstmal hier würde es Richtung Keller gehen, den würden wir Ihnen dann gerne bei einer Live-Besichtigung auch einmal vorstellen. Haben dann aber hier erst einmal unseren Garderobenbereich. Also
sprich ja, Empfangsbereich, Garderobenbereich, dafür lässt es sich super nutzen. Und einmal unser erstes WC, das ist in dem Fall das Gäste-WC. Wir haben auf jeder Etage ein WC, also mindestens ein WC. Hier ist dann tatsächlich das Gäste-WC verbaut. Der Kollege geht mit Ihnen schon ins nächste Zimmer, das ist ja genutzt worden als Büro. Also theoretisch Schlafraum Nummer 1, wie Sie es jetzt letztendlich nutzen wollen, ist er Ihnen überlassen. Hat 11,7 Quadratmeter Größe, also sowohl für ein Büro als auch für ein Schlafzimmer tatsächlich sehr schön. Auch von der Aufteilung der Größe sehr ordentlich. Also wir haben, was ich eben vielleicht nicht gesagt habe, Gäste-WC haben Sie ja selbst gesehen, auch noch Tageslicht, das heißt Fenster vorhanden. Jetzt gehen wir mit Ihnen einmal nach oben. Das Licht des Treppenhauses ist quasi mit einer Zeitschaltuhr versehen. Das heißt, das geht automatisch aus. Gehen wir einmal die Treppenstufen mit Ihnen hoch. Was schön ist, wir haben hier keine Wendetreppe, sondern tatsächlich ordentliche Treppenstufen und dadurch genug Platz. So, hier oben auf der ersten Etage haben wir dann nochmal zwei Schlafräume und ein Badezimmer. Das hier ist dann erstmal das Hauptschlafzimmer, nenne ich es mal, mit den etwa 25, 26 Quadratmetern Größe. Man sieht auch hier wieder, habe ich ja von außen oder hat der Kollege auch von außen sehr schön zeigen können, das Schlafzimmer ist ja zum Teil auch angebaut worden. Das heißt, hier ist einmal die ehemalige Außenwand gewesen und dann wurde es halt einfach vergrößert. Ja, von der Größe her für ein Schlafzimmer echt super. Man kann das so ein bisschen zweiteilen in den Schlafbereich, in den Ankleidebereich, wenn man es möchte. Was auch ganz gut ist, wir haben hier bereits einen gefliesten Bereich mit einem Wasseranschluss. Damals konzipiert worden in 1989 für die Möglichkeit eines Waschbeckens, was jetzt letztendlich nie vollzogen wurde. Aber wenn wir jetzt in die Zukunft denken, vielleicht wenn man das Ganze auch als Mehrgenerationenhaus nutzen möchte oder sonst etwas, könnte man hier sehr problemlos eine Küche einrichten. So, dann gehen wir einmal mit Ihnen links entlang, von Ihnen aus gesehen, in das nächste Zimmer. Geteilt durch den Flur haben wir dann hier quasi das äquivalente Zimmer zu dem hier unten, was ich als Büro beschrieben habe. Nochmal 11,7 Quadratmeter an Größe. Ja, wenn Sie jetzt nebenan schlafen im großen Schlafzimmer, kann hier zum Beispiel Kinderzimmer, Babyzimmer oder Büro Nummer 2, je nachdem, Möglichkeiten sind alle gegeben. So, einmal von mir aus rechts gesehen, haben wir das Badezimmer. Hauptbadezimmer ausgestattet mit Badewanne und Dusche getrennt. Dann schauen wir euch die Technik so wie, nicht so wie dir. Also auch hier mit Tageslicht versehen und wie gesagt Badewanne, Dusche getrennt. Also alles da, was man braucht. So, dann lasse ich Sie einmal vor, wenn wir Richtung zweite Etage hochgehen. Wir haben nämlich oben eine, ja, wie ich finde, sehr tolle Kinderetage. Als solche zumindest sehr, sehr schön nutzbar. Wir haben dort oben nämlich nochmal zwei Kinderzimmer und ebenfalls nochmal ein Bad. Das Ganze hier, der Bereich, wurde 1984 ausgebaut, sodass ja, wir hier nochmal die zwei Räume gewonnen haben mit dem Badezimmer. Ich gehe einmal mit Ihnen zunächst hier entlang in Richtung des ersten Schlafzimmers, Kinderzimmers. Das hier hat nochmal 13,5 Quadratmeter für Sie. Also wie man sieht, größentechnisch perfekt aufgestellt. Was wir auch noch haben, ist ein Balkon. Der Balkon ist quasi nochmal Highlight dieses Zimmers an sich, denn der bietet einen sehr schönen Überblick nochmal über das Grundstück. Das heißt, dort hinten an dem Holzzaun ist quasi unsere Grundstücksgrenze. Da hört unser Grundstück auf. Also einiges an Platz für Sie zum Wohlfühlen vorhanden. Ja. Dann unsere weiteren Räumlichkeiten begehen wir dann ebenfalls wieder über einen eigenen Flur. Das heißt, Sie haben kein Durchgangszimmer, was auch immer sehr schön ist für die Familie. Haben wir nämlich hier einmal Kinderzimmer Nummer 2 auf unserer tollen Kinderetage. Ist in etwa 1 Quadratmeter kleiner als unser Nachbarraum und verfügt ja, ebenfalls über ausreichend Fläche für das Kinderzimmer.
Was ich hier sehr schön, sehr charmant finde, ist dieses Trägerelement mitten des Raumes. Das hat so ein bisschen eine Raumteileratmosphäre. Das heißt, wenn man jetzt sagen würde, man würde hier zum Beispiel den Schreibtisch des Kindes hinstellen, könnte dort der Wohn- und Schlafbereich sein. Mehr oder weniger dann. Wie es Ihnen gefällt natürlich. So, einen Raum haben wir noch für Sie. Da geht es noch einmal einen Schritt zurück. Nämlich hier das angekündigte dritte Badezimmer. Hier mit einer Dusche versehen, sodass Ihr Kind oder Sie, je nachdem, wie Sie es nutzen wollen, auch hier ein ordentlich ausgestattetes Badezimmer für Sie hat. So. Dann gehen wir noch einmal gemeinsam in das Kinderzimmer hier vorne. Da können wir uns nämlich noch einmal ordentlich besprechen. Ich würde nämlich gerne noch einmal kurz unsere Daten wiederholen. Also wir haben hier in Köln-Delbrück in toller Lage, in perfekter Verkehrsanbindung, ein tolles Einfamilienhaus aus 1912 mit Stand der Technik und allem Drum und Dran von etwa 1989. Wir haben hier 189 Quadratmeter Wohnfläche, verteilt dann auf 6 Zimmer, die man nutzen kann, wie man es dann auch möchte. Ja, ansonsten haben wir Ihnen, glaube ich, einen sehr, sehr schönen Eindruck vermitteln können. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn Sie Kontakt mit uns aufnehmen würden unter www.phi24.de. Oder unter 0241 400 870. Ansonsten, nächste Woche schalten wir natürlich wieder live auf Facebook ein weiteres Open House ein. Da würde es uns freuen, wenn Sie auch da wieder einschalten würden. Bis bald!